Nord- und Südkorea steht als ein Team im Halbfinale. Nord- und Südkorea demonstriert bei der Tischtennis-Weltmeisterschaft 2018 gemeinsam. Nord- und Südkorea wollen gemeinsam ein Zeichen für den Weltfrieden setzen und schließen sich zusammen beim Kampf um den Tischtennis-Weltmeistertitel. Stell dir bitte mal folgende Situation vor. Es ist Tischtennis-Weltmeisterschaft, Viertelfinale. Es treffen zwei Mannschaften aufeinander oder zwei Nationen. Und auf einmal sagen sie, nee, wir spielen nicht gegeneinander, wir treten von nun an zusammen an. Genau dieses Szenario ist nämlich jetzt bei der aktuellen Tischtennis-Weltmeisterschaft in Halmstad passiert. Ich bin leider diesmal nicht selbst vor Ort, doch ich verfolge natürlich auch die Tischtennis-Weltmeisterschaft in Halmstad mit. Und dort wäre jetzt das Viertelfinale gewesen, der Damen, und Nordkorea hätte gegen Südkorea gespielt. Ihr wisst, so die Nationen sind jetzt nicht politisch gesehen die besten Freunde. Und diese zwei Mannschaften haben auf einmal gesagt, nee, wir treten nicht mehr gegeneinander an, sondern von nun an wollen wir zusammen antreten. Das heißt, wir wollen zusammen versuchen, diese Weltmeisterschaft erfolgreich zu gestalten. Wir wollen ein Zeichen setzen für den Weltfrieden. Und das Ganze muss man sich einfach mal vorstellen. Zwei Nationen bei einem so großen Turnier, beim wichtigsten Turnier, was es gibt eigentlich nach den Olympischen Spielen. Und zwei Nationen sagen auf einmal, sie missachten die Regeln und gehen zusammen. Und dann hat sich natürlich das Komitee hat sich dann zusammengeschlossen, haben darüber diskutiert und dann wurde die Entscheidung getroffen, okay, ihr dürft zusammen starten, zusammen im Halbfinale. Das heißt, normalerweise wäre Südkorea und Nordkorea bei den Damen zusammen im Viertelfinale gewesen, gegeneinander. Und dann wäre eine Mannschaft rausgeflogen natürlich. Das heißt, entweder wäre Nordkorea oder Südkorea im Halbfinale gewesen. Und auf einmal startet Südkorea und Nordkorea als ein Team, als ein Korea, Team Korea gegen Japan im Halbfinale. Das Spiel ist auch schon vorbei. Es wäre natürlich eine coole Geschichte gewesen, wenn die natürlich noch weiter gekommen wären, aber haben dann leider ihr Spiel 0-3 gegen Japan verloren. Kazumi Ishikawa hat bei Japan auch ihr Spiel nur 16-14 im fünften Satz gewonnen. Sehr knapp, leider kein Punkt daher für Team Korea. Doch einfach die Geschichte ist einfach sehr, sehr beeindruckend und da, über dieses ja, Korea, dieser Zusammenschluss von Korea wird sehr, sehr wenig berichtet und auch allgemein über Tischtennis-Weltmeisterschaft. Ich war gestern auf dem Weg ins Tischtennis-Training, bei mir jemand in der Mannschaft und auf einmal ich so, ja, hast du Tischtennis-Weltmeisterschaft verfolgt? Wie? Tischtennis-Weltmeisterschaft, gar nichts mitbekommen. Und da sind sehr, sehr viele, bekommen davon gar nichts mit, die sich sogar für Tischtennis interessieren. Das heißt, ja, Marketing, Tischtennis ist wirklich nicht so gut, aber das ist wieder ein anderes Thema. Deswegen versuche ich das einfach mir hier aufzugreifen und ja, man kann auch auf jeden Fall diskutieren darüber. Das ist natürlich im Tischtennis werden natürlich einfach mal, ja, das sind ja Regeln, die auf einmal während so einem großen Turnier geändert werden. Obwohl ich die Sache unterstütze, muss man sich natürlich die Frage stellen, okay, im Tischtennis, wieso wird sowas im Tischtennis gemacht? Also wahrscheinlich, es wäre wahrscheinlich der richtige Schritt gewesen, wenn sowas im Fußball passiert wäre. Doch auf jeden Fall kann man über dieses Thema sehr viel diskutieren und deswegen bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Findet ihr es okay, dass sich dazu zwei Nationen zusammentun und dann, ja, die Weltmeisterschaft zusammen bestreiten? Ich halte es für einen richtigen Schritt, doch ich bin auch ja, auf deine Meinung gespannt. Was sagst du dazu? Genau, jetzt finden noch die letzten Spiele statt. Ich verfolge auch die nächsten Spiele, bin gespannt, wie weit Deutschland kommt, bin gespannt, wie sich Japan schlägt, obwohl ja Japan auch in der ja, Gruppenphase gegen England verloren hat, 3-1, hat Mizutani und Hanemoto gegen Liam Pitchford verloren, was ich eine sehr, sehr große Überraschung finde. Und genau, einfach mal so ein kleines Update von mir an dieser Stelle zur WM. Ich finde ja, das Thema mit Korea wirklich sehr, sehr wichtig. Viele sollten das Video sehen, meiner Meinung nach. Deswegen, wenn du das Video siehst, schick es gerne rum. Und ja, informiere ein bisschen andere Leute davon, dass es sowas gibt, dass was im Tischtennis passiert. Denn klar, einmal versuche ich euch besser zu machen, aber auf der anderen Seite sollten wir so wichtige Themen einfach nicht vernachlässigen. Wir sollten einfach mal auch ein bisschen schauen, okay, was geht eigentlich im Tischtennis ab? Was werden da für Entscheidungen getroffen? Wie läuft die WM ab? Und so weiter. Denn nur wenn wir uns alles drumherum anschauen, können wir auch im Tischtennis was verändern und da eben nicht einfach nur auf eine Sichtweise haben, sondern auch immer ja, andere Meinungen sich anhören, schauen, was woanders abgeht. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, was du zu diesem Thema sagst. Ich freue mich auf deinen Kommentar dazu und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.